Hallo ihr Lieben, willkommen zum, glaube ich, 14. Teil von Philosophie ohne, unter dem Motto Schau, wohin Rorty dich trägt. Also wir kommentieren, wir schauen uns hier an, was Richard Rorty unter dem Titel Hoffnung statt Erkenntnis sagt, und ich versuche das hier irgendwie zu kommentieren, um es nachvollziehbar zu machen und dann nochmal einen Senf dazu zu geben. Zuletzt waren wir dabei angekommen, wie viel Spaß man in der Wissenschaft ohne Methoden haben kann und wie schwer sich manche damit tun, den Gedanke an eine erkenntnisbringende Methode aufzugeben. Und ja, wir machen jetzt einfach hier weiter und schauen mal, was passiert. Soweit ich die gegenwärtige Lage des Pragmatismus überblicke, hat die nachpositivistische analytische Philosophie es für uns klarer werden lassen, als es für Peirce und Dewey gewesen ist, dass wir uns nicht mehr auf demselben Weg wie der Theaetetos, also dieser platonische Dialog, bemühen sollten, interessante Angaben über den Zusammenhang zwischen Rechtfertigung und Wahrheit ausfindig zu machen. Also Rorty lässt den Begriff der Rechtfertigung, der gerechtfertigten Meinung und der Wahrheit konfundieren, oder wie kann man sagen, zusammenfallen. Gibt es keinen Unterschied. Wir sollten William James gerade dort beipflichten, wo er anderer Meinung war als Peirce und Dewey, nämlich dort, wo er behauptete, dass sowohl die Wissenschaft als auch die Religion respektable Wege zur Erlangung respektabler Überzeugungen darstellen, auch wenn es sich um Überzeugungen handelt, die ganz verschiedenen Zwecken dienen. In erster Linie von Kuhn und Davidson haben wir gelernt, dass es so etwas wie Descartes' natürliche Ordnung der Gründe, nach denen der man sich bei der Rechtfertigung von Überzeugungen richten könnte, gar nicht gibt. Es gibt keine Tätigkeit namens Erkenntnis, deren Wesen ermittelt werden könnte und der die Naturwissenschaftler mit besonders großem Geschick nachgehen. Es gibt nichts weiter als den Vorgang der an bestimmte Auditorien gerichteten Rechtfertigung von Überzeugungen. Das ist jetzt ein wichtiger Begriff, den er hier einführt, Auditorium. Das kam schon vorher in einer anderen Stelle vor, also dass sozusagen Wahrheit immer höher relativ ist, und das drückt sich jetzt eben im Begriff des Auditoriums, man könnte auch sagen des Publikums, aber dann hätte man halt eine Sehmetapher, und mit Auditorium hat man halt eine Hörmetapher, und die ist, glaube ich, hier nicht zufällig gewählt, weil er sich auch Gedanken macht, der Rorty, so zumindest ansatzweise über verschiedene Metaphern, also visuelle, auditive und taktile Metaphern. Und ob wir nicht in der Philosophie auch viel zu lange zu sehr ganz bestimmten visuellen Metaphern gefolgt sind. Und ich denke, das ist so ein bisschen auch ein Versuch, sich daraus zu lösen durch andere Bilder. Wobei Bilder, naja, sind halt wieder visuell. Aber das nur am Rande. Reden wir von Metaphern, falls das überhaupt neutraler ist. Kein solches Auditorium steht der Natur näher oder ist ein besserer Vertreter eines ahistorischen Rationalitätsideals als irgendein anderes. Also wenn heute irgendwelche Gruppen oder Gemeinschaften für sich in Anspruch nehmen, bis dahin zum Beispiel die Gemeinschaft der analytischen Logiker oder der Vulkanier oder der Naturwissenschaftler, egal welcher Gruppierung, dann würde Rorty bestreiten, dass irgendeine rationaler ist in irgendeinem sinnvoll objektiven Sinn, der zwischen ihnen entscheiden kann. Also hinsichtlich ihrer, könnte man sagen, provinziellen, hinsichtlich ihrer provinziellen Milieu-Konventionen kann man natürlich durchaus rationaler sein, aber es bleibt halt trotzdem die Rationalität einer bestimmten Gruppe. Das muss man sich immer klar machen, dass das also sozusagen gruppenintern gilt und nicht über die Gruppe hinweg. Und außerhalb der Gruppe gelten halt andere Rationalitäten, und es gibt halt keine Möglichkeit, zwischen der Rationalität 1 der einen Gruppe und Rationalität 2 der anderen Gruppe irgendeine objektive Entscheidung zu treffen, die eben nicht wiederum selbst auditoriumsrelativ wäre. Also sozusagen, wir kommen aus unserem Dasein als Gruppenwesen, wenn wir sowas tun wie Rechtfertigung, das ist halt eine Gruppenaktivität, kommen wir halt einfach nicht raus, ne? Also das haben wir lange versucht in der Philosophie, und Rorty bietet uns jetzt an, einfach da auszusteigen und zu sagen, ja, machen wir uns doch unseren Frieden. Das Schöne ja in unserer modernen liberalen Gesellschaft ist ja, dass wir gleichzeitig Anhänger verschiedener Gruppen sein können, also dass wir zu verschiedenen Gruppen gleichzeitig dazugehören, statt zu einer komischen Großfamilie, die durch die Savanne tigert und sich zu anderen komischen Stämmen oder Großfamilien wie eine Naturgewalt verhält. Also wir können halt in der einen Gruppe und in einer anderen Gruppe und noch einer anderen Gruppe und noch einer anderen Gruppe gleichzeitig Mitglied sein.
zum Beispiel einen bestimmten Beruf haben oder sogar zwei oder drei und dann noch dieser Familie und gleichzeitig noch einer anderen Familie angehören und dem Freundeskreis und dem Freundeskreis und dem Freundeskreis. Und dann können wir in mehreren Vereinen sein und dann können wir politisch da und da und da aktiv sein und so weiter. Also, und das ist ja überhaupt kein Problem für uns Menschen. Und wir schalten halt um in verschiedene Rationalitäten und sind als, uns meistens auch halt sehr bewusst, dass die Regeln in Gruppe 1 die ganz anders sind als die Regeln in Gruppe 2 und damit auch die Rationalität. Also wie man Leute zum Beispiel überzeugt, auf was man hinweisen kann, um die zu überzeugen, in dem einen sozialen Kontext und im anderen. Das ist mittlerweile für uns Daily Business, Business as usual. Das ist für uns Alltag. Ja, das ist nichts mehr Besonderes. Nur irgendwie bei uns Philosophen ist das noch nicht so richtig angekommen. Wir suchen immer noch nach einer überzeitlichen, objektiven, gruppenunabhängigen Wahrheit. Und ja, an dieser sehr altertümlichen Meinung, das versucht der Rorty nochmal auf eine sehr philosophische Weise vom Tisch zu kriegen, wo man sich auch mittlerweile fragen kann, ist das überhaupt noch nötig? Aber das nur am Rande. Also das ist so ein bisschen altertümlich, was ich hier alles mache, aus meiner eigenen Sicht. Könnte man auch einfach lassen, aber ich habe einfach zu viel Spaß daran, weil ich halt auch ein Dino bin. Also nochmal, kein solches Auditorium steht der Natur näher oder ist denn ein besserer Vertreter eines ahistorischen Rationalitätsideals als irgendein anderes. Die Vorstellung von einem Forschungsgegenstand namens Rationalität verschwindet zur selben Zeit und aus den gleichen Gründen von der Bildfläche wie die Vorstellung von einem Forschungsgegenstand namens Erkenntnis. Ein Dewey, der sich von James dazu überreden ließe, den Scientismus und die Methodenvergötzung preiszugeben, könnte in Einklang mit Davidson behaupten, dass es über die Wahrheit nichts von der bei Erkenntnistheoretikern beliebten Art zu sagen gibt. Also sozusagen, die Erkenntnistheoretiker reden eigentlich nichts, sie spielen ein sinnloses Spiel mit sich selbst. Wo so ein bisschen die Frage ist, was ist denn eigentlich der Zweck und das Ziel dieses Spiels? Und was bringt uns das? Sobald man mit Peirce eingeräumt hat, dass Überzeugungen keine Versuche zur Realitätswiedergabe, sondern Handlungsregeln sind, und sobald man Davidson beipflichtet, dass die Überzeugung in ihrem Wesen der Wahrheit gemäß ist, kann man die Lehre des Naturalismus darin erblicken, dass Erkenntnis keine natürliche Art ist, welche der Untersuchung und der Beschreibung bedarf, sondern dass wir vielmehr für eine naturalistische Erkenntnistheorie sorgen müssen. Ein derart bekehrter Dewey hätte auch Davidsons Gedanken, Wahrheit sei kein erkenntnisbezogener Begriff, gutheißen können. Das ist ein bisschen fremd für uns, aber macht innerhalb von Rorty absolut Sinn, was er hier sagt. Aus diesen Gedanken folgt uns unter anderem, dass ein interessanter Zusammenhang zwischen dem Wahrheitsbegriff und dem Begriff der Rechtfertigung niemals aufgespürt werden wird. Also nicht nur niemals aufgespürt wurde, sondern es ist gar nicht möglich. Das ist wie bei manchen Mathematikern, die da immer sagen, die dann beweisen, dass etwas unbeweisbar ist. Der einzige Zusammenhang zwischen diesen beiden Begriffen ist der, dass die meisten Überzeugungen gerechtfertigt sind, und zwar aus dem gleichen Grund, aus dem die meisten Überzeugungen wahr sind. Wer Überzeugungen hat und im Gegensatz zu Kindern oder Psychotikern ein voll entwickeltes Mitglied seiner Gemeinschaft ist, wird stets imstande sein, die meisten seiner Überzeugungen zu rechtfertigen, und zwar unter Berufung auf Gründe, die den Forderungen dieser Gemeinschaft entsprechen. Ja, ich würde hier nicht mal Kinder und Psychotiker ausnehmen, aber das ist so mein persönlicher Film. Es besteht jedoch weder ein Grund zur Annahme, dass die Überzeugungen, die der Betreffende am besten zu rechtfertigen vermag, höchstwahrscheinlich wahr sind. Es besteht jedoch weder ein Grund zur Annahme, dass die Überzeugungen, die der Betreffende am besten zu rechtfertigen vermag, höchstwahrscheinlich wahr sind, noch ein Grund zur Annahme, dass diejenigen, die er am wenigsten zu rechtfertigen vermag, höchstwahrscheinlich falsch sind. Dass die meisten Überzeugungen gerechtfertigt sind, ist ebenso wie die Tatsache, dass die meisten Überzeugungen wahr sind, lediglich eine weitere Konsequenz des holistischen Charakters der Überzeugungszuschreibung. Dieser holistische Charakter wiederum ist eine Folge des Umstands, dass sinnvolle Sätze notwendig in zahlreichen vorhersagbaren Folgerungszusammenhängen mit vielen anderen sinnvollen Sätzen stehen. Also sozusagen der Kontext macht die Wahrheit, wenn ich das hier richtig verstehe. Ist der Versuch, eine Überzeugung zusammen mit anderen Überzeugungen in ein Rechtfertigungsnetz zu verflechten, offensichtlich fehlgeschlagen, ist man außerstande, diese Überzeugung auch weiterhin zu vertreten, egal wie sehr man sich darum bemüht. Es geht jetzt nur noch ums Einflechten und Entflechten. Also das Wort Text hat ja auch was, ne, zu tun mit dem Flechtvorgang. Es spielt keine Rolle, wie viel mir daran gelegen ist, eine nicht zu rechtfertigende Überzeugung zu vertreten. Durch Willensanstrengung kann ich mich nicht dazu bringen. Bestenfalls kann ich meine eigene Aufmerksamkeit von der Frage ablenken, warum ich bestimmte Überzeugungen vertrete. Guck mal, ein Storch. Im Hinblick auf die meisten Angelegenheiten allgemeinen Interesses wird die Gemeinschaft, der ich angehöre, jedoch darauf pochen, dass ich mich um diese Frage kümmere.
Daher wird sich eine solche Ablenkung nur bei privaten fixen Ideen durchhalten lassen, so zum Beispiel bei meiner Überzeugung, eines Tages werde ich doch meine Glückszahl im Lotto gewinnen. Das ist ein interessanter Privatheitsbegriff, den ich nicht teile, aber auch das nur am Rande. So. Mag sein, dass die Behauptung, es gebe keinen Zusammenhang zwischen Rechtfertigung und Wahrheit, seltsam klingt. Das liegt daran, dass wir zu sagen geneigt sind, Wahrheit sei das Ziel der Forschung. Wir Pragmatisten müssen jedoch, wie ich meine, den Stier bei den Hörnern packen und erklären, dass diese These entweder nichtssagend oder falsch ist. Forschung und Rechtfertigung haben zwar zahlreiche Einzelziele, aber kein überwölbendes Ziel namens Wahrheit. Forschung und Rechtfertigung sind Tätigkeiten, denen wir uns als Sprecher einer Sprache gar nicht entziehen können. Ein Ziel namens Wahrheit brauchen wir dazu ebenso wenig, wie unsere Verdauungsorgane ein Ziel namens Gesundheit brauchen, damit sie ihre Funktion erfüllen. Sehr schöne Parallele, kann ich dazu nur sagen. Der Verzicht auf gegenseitige Rechtfertigung ihrer Überzeugungen und Wünsche ist den Sprechern einer Sprache genauso unmöglich wie dem Magen die Nichtverdauung der Nahrung. Also wir können einfach gar nicht anders, ob wir wollen oder nicht. Was unsere Verdauungsorgane zu tun haben, wird durch die jeweils zu verarbeitenden Nahrungsstoffe festgelegt, während die Aufgaben für unsere Rechtfertigungstätigkeit durch die mannigfaltigen Überzeugungen und Wünsche bestimmt werden, auf die wir bei den übrigen Sprechern der Sprache stoßen. Also sozusagen, das ist auch eine Grundanerkennung, dass wir soziale Wesen sind und dass wir halt nicht darauf reagieren können, was andere Leute meinen. Das stört viele von uns, also vor allem die komischen unabhängigen Geister oder Leute, die sich sehr an Meinungen anderer Menschen stören, weil sie die Meinungen anderer Menschen verdammt wichtig nehmen. Das stört die sehr, dass sie das triggert und dass sie sozusagen nicht cool und gelassen bleiben können, außer sie gehen diesen Menschen komplett aus dem Weg, was wir dann halt in der modernen Gesellschaft oft tun. Also bestimmten Leuten gehen wir in unserem privaten Umfeld einfach aus dem Weg, weil die sonst für uns zu anstrengend sind, weil wir permanent sonst getriggert werden. Aber wir können, wenn wir den Menschen begegnen, nicht machen, dass wir nicht getriggert werden. Und das hat alles mit unserer sozialen Natur als Spezies zu tun. Ich finde, dass der Rotti das hier implizit anerkennt. Und ich halte das ja für eine glückliche Fügung, dass wir eine gar so soziale Spezies ist, obwohl ich selber oft darunter leide, unter diesem getriggert werden. Ich bin ein ausgesprochen gut triggerbarer Mensch, der von allen möglichen Dingen getriggert wird, die andere Leute kalt lassen. Also als Mensch, als Individuum bin ich sozusagen anti-cool. Also wenn man einen noch uncooleren Menschen als mich selber, kann ich mir selber schwer vorstellen. Aber vielleicht bin ich da auch in der Überhöhung oder in der Illusion. Aber es kommt mir halt so vor, dass ich doch ein bisschen überdurchschnittlich stark getriggert werde durch was andere Menschen sagen. Keine Ahnung, ob das wirklich stimmt. Muss man meine Freunde und Verwandten fragen. Vielleicht auch meine Kunden. Ein höheres Forschungsziel namens Wahrheit gäbe es nur dann, wenn es so etwas wie eine letzte Rechtfertigung gäbe, also keine Rechtfertigung vor einem bloß endlichen Auditorium menschlicher Hörer, sondern eine Rechtfertigung vor Gott oder vor dem Gerichtshof der Vernunft. Einen solchen Gerichtshof kann es unter der Voraussetzung eines darwinistischen Weltbilds allerdings gar nicht geben. Also man muss Darwin rausschmeißen, wenn man das aufrechterhalten will, und dazu ist Rorty nicht bereit, und die Frage ist, ist heute dazu irgendwer noch bereit, ein nicht darwinistisches Weltbild zu haben. Das ist eine ernste Frage, also eine ernst gemeinte Frage, ob das wirklich noch überhaupt geht, ob wir auch da noch die Wahl haben oder ob dieses Wissen schon so kulturprägend und so verbreitet ist, dass du auch, wenn du dich Darwin entziehen willst, das gar nicht mehr kannst. Ich weiß das nicht, ich stelle das hier nur in den Raum. Denn er müsste alle Alternativen zu einer gegebenen Überzeugung in Betracht ziehen und alles wissen, was für die Kritik jeder derartigen Alternative relevant ist. Ein solches Tribunal müsste den Gottesblickpunkt, den God-View, einnehmen, von dem bei Putnam die Rede ist, also einen Blickpunkt, von dem nicht nur jedes Merkmal der Welt in Bezug auf ein gegebenes Begriffssystem erfasst werden kann, sondern außerdem in Bezug auf jede andere mögliche Beschreibung. Andernfalls bliebe nämlich stets die Möglichkeit offen, dass sich dieses Tribunal als ebenso fehlbar erwiese wie jenes, das über Galileo zu Gericht saß und heute von uns verurteilt wird, weil es verlangte, neue Überzeugungen mit Hilfe alter Begriffe zu rechtfertigen. Und da sehen wir schon, dass wir das kognitiv nicht leisten können. Wir können nicht alle möglichen und denkbaren und noch gar nicht daseinenden Standpunkte objektiv abwägend betrachten. Das wäre eine Überforderung. Das müssten wir jetzt aber können wir halt leider nicht. Also müssen wir wahrscheinlich den Standpunkt aufgeben, dass es sowas gibt.
also ein Forschungsziel namens Wahrheit. Sofern Darwin recht hat, können wir uns die Vorstellung von einem derartigen Gerichtshof genauso wenig verständlich machen wie die Vorstellung, wonach die biologische Evolution ein Ziel hat. Die biologische Evolution bringt stets neue Arten hervor und die kulturelle Evolution lässt immer neue Auditorien entstehen. Sehr schön. Ich liebe diese Parallele. Doch eine bestimmte Spezies, auf die die Evolution es abgesehen hätte, gibt es ebenso wenig wie das Ziel der Forschung. Na, also alle komischen Sozialdarwinisten, die sich irgendwie für die Spitze der Evolution oder sowas halten, haben irgendwie Darwin halt nicht kapiert, kurz gesagt. Die können ihre eigene Kontingenz und ihre eigene Vergänglichkeit nicht wirklich sehen, obwohl das aus Darwin halt zwingend folgt, dass wir halt alle vorübergehende Erscheinungen sind, die sich irgendwann überlebt haben. Ganz unweigerlich. Es gibt kein Ende der Geschichte. Nicht, wenn man evolutionstheoretisch denkt. Nicht, wenn man mit Darwin denkt. Nicht, wenn man sowas wie kulturelle Evolution denkt. Dann sind wir also so alles sozusagen nur Dust in the Wind. Wir sind halt alles nur vorübergehende Erscheinungen, die bald schon wieder verweht sind, obwohl sie uns wichtig sind. Und das führt zu einem interessanten Rückkopplungseffekt. Der Rückkopplungseffekt ist nämlich, dass wir das, was wir mit den alten Griechen immer geglaubt haben, oder mit Teilen der alten Griechen, sage ich mal so, dass sozusagen Wichtigkeit und Dauerhaftigkeit, Wichtigkeit und Ewigkeit, Wichtigkeit und Fortbestand irgendwie gekoppelt seien. Wir kommen dann dazu, dahin höchst vergängliche Dinge wichtig zu nehmen. Zum Beispiel Liebe. Ja, also ich liebe diesen Menschen, obwohl er sterblich ist. Und das ist kein Argument gegen die Liebe, dass sie vergänglich ist oder so. Und es ist kein Argument gegen irgendwas, was im Moment uns wahnsinnig viel bedeutet, dass es nicht für alle Zeit sein wird. Das ist ein absurder Standpunkt heutzutage, wenn man den noch einnehmen wollte. Den hatten halt manche alten Griechen ernsthaft. Und das sitzt uns immer noch sozusagen in der DNA unserer Kultur, Wichtigkeit und Dauerhaftigkeit zu assoziieren oder die Wichtigkeit und Ewigkeit, also die Substanz, das Unvergängliche. Aber irgendwie unter uns gesagt, das ist schon ein bisschen lächerlich, oder? Ja. Beschließen wir jetzt einfach, das ist lächerlich. Das machen wir einfach nicht mehr. Okay? Gut. So, dann können wir ja fortfahren. Die biologische Evolution bringt stets neue Arten hervor, genau, und so weiter. Um zusammenzufassen. Meine Erwiderung auf die Behauptung, die Pragmatisten verwechselten Wahrheit und Rechtfertigung, besteht darin, dass ich diesen Vorwurf gegen diejenigen wende, die ihn erheben. Sie sind es, die einer Verwechslung erliegen, denn sie halten die Wahrheit für etwas, worauf wir uns zubewegen, für etwas, dem wir umso näher kommen, je mehr Rechtfertigendes wir vorbringen können. Die Pragmatisten dagegen meinen, dass es zwar eine Menge von Einzelheiten gibt, die man vor einem gegebenen Auditorium zur Rechtfertigung anführen kann, doch über Rechtfertigung im Allgemeinen sei gar nichts zu sagen. Also es bleibt der Vorgang des Rechtfertigens, nur er läuft nicht auf irgendein objektives, feststehendes Ziel zu. Er bleibt sozusagen kontingent, immer zufallsbehaftet und eben auch auditoriumsbehaftet. Eben darum gäbe es auch weder über das Wesen oder die Grenzen der menschlichen Erkenntnis noch über einen Zusammenhang zwischen Rechtfertigung und Wahrheit etwas Allgemeines zu sagen. Dass es über das letztere Thema nichts zu sagen gibt, liegt nicht etwa daran, dass die Wahrheit unzeitlich und die Rechtfertigung zeitlich ist, sondern daran, dass die Gegenüberstellung des Wahren und des bloß Gerechtfertigten ausschließlich den einen Sinn haben kann, der wirklichen Gegenwart eine mögliche Zukunft gegenüberzustellen. Also ich möchte hier die eine Unterscheidung durch die andere Unterscheidung ersetzen. Das Wahre und das Gerechtfertigte durch Vergangenheit und Zukunft oder Gegenwart und Zukunft. Und er möchte das also ganz anders diskutieren. Also er möchte es nicht mal, die Frage nicht mal im alten Paradigma diskutieren. Er möchte sich also mit dem alten Paradigma gar nicht erst rechtfertigen müssen. Er sprengt das Paradigma. Spült es das Klo runter. Sehr freundlich macht er das, aber er macht es. Spezifischer formuliert, wir stellen das Wahre dem Gerechtfertigten gegenüber, um ein gegenwärtiges Auditorium samt seinen jetzigen Rechtfertigungsforderungen einem erhofften künftigen Auditorium gegenüberzustellen. Also wir schaffen das alte Auditorium ab. Die Frage ist, ob alte Auditorien sich das ebenso einfach mal gefallen lassen. Da geht es dann um Machtfragen und auch um Befindlichkeiten, um sehr menschliche Befindlichkeiten. Wir hoffen, dass sich dieses künftige Auditorium zu dem gegenwärtigen Auditorium ebenso verhält wie die Royal Society von 1700 zu dem Gerichtshof, der Galileo verurteilte. Eine solche Hoffnung kann, wie ich zu Beginn angedeutet habe, einen gewissen Anspruch darauf erheben, als etwas typisch Amerikanisches zu gelten. Die Hoffnung, Amerika könne die Zukunft dessen sein, wovon Europa die Vergangenheit war, ist zwar nicht mehr aktuell, aber es ist immer noch sinnvoll, sich Hoffnungen auf eine Weltgemeinschaft des 22. Jahrhunderts zu machen. Ui, das schreibt er nämlich im 20. Jahrhundert. Lustig, dass er nicht 21. Jahrhundert schreibt. Von wann ist der Text? Schauen wir nochmal nach.
von 1994. Ja, also das ist schon schmackig. Also nochmal. Sich Hoffnungen auf eine Weltgemeinschaft des 22. Jahrhunderts zu machen, die sowohl zum heutigen Amerika als auch zum heutigen Europa im gleichen Verhältnis stehen wird, in dem das Amerika des 19. Jahrhunderts nach Whitmans Anschauung zum Europa des 19. Jahrhunderts stand. Also Rorty umarmt halt auch die Vergänglichkeit seiner eigenen Kultur. Das heißt, also man könnte sagen, Ostküsten, intellektualistisches Ostküsten-Amerika des ausgehenden 20. Jahrhunderts. Und er hofft, dass er selbst überwunden wird und genauso komisch daherkommt für die zukünftigen Menschen im 22. Jahrhundert, die wahrscheinlich in einer Weltgesellschaft leben werden, wenn wir das nicht heute schon tun. Und, er hofft darauf, er zählt darauf, dass er genauso komisch ist, wie halt den Amerikanern des 19. Jahrhunderts schon die Europäer des 19. Jahrhunderts vorkommen. Also als überlebt, als überaltert, als allzu traditional und allzu rückwärtsgewandt. Das hofft er. Er hofft, als also rückwärtsgewandter zu erscheinen, weil das bedeutet, dass wir Fortschritte gemacht haben. Das ist ein sehr origineller Wunsch, auf den man vor Rorty nicht so häufig getroffen ist. Ich würde sagen, ein großer, großer Fortschritt. Viele sind nach meiner Wahrnehmung heute da noch nicht und dann ist also Rorty leider nach wie vor seiner Zeit ein bisschen voraus. Aber wir können ja aufholen und wir können das uns ja erarbeiten, wenn wir das für eine sinnvolle Haltung halten. Also sich selbst zu überwinden. Und sich selbst zum Dino zu erklären, sich selbst zum Aussterben zu bringen. Ja? Und nicht wie in diesem evolutionären Missverständnis zu glauben, dass es darum geht, wenn man ein Neandertaler ist, möglichst lange Neandertaler zu bleiben und möglichst lange liegen zu bleiben und dadurch zu blockieren, dass halt andere Arten entstehen, die einen ablösen. Ja? Dass ein Ja zur Evolution und damit auch ein Ja zur eigenen Vergänglichkeit, zur eigenen Zufälligkeit, zur eigenen Vorübergehendheit, die vielleicht auch nicht ganz unwichtig ist, weil halt durch einen selber was Neues entsteht. Man ist aber halt in jedem Fall nur Durchgangsstation. Das ist sehr nah dran an dem, wir haben uns die Welt nur geliehen, sie gehört uns nicht. Das ist relativ nah an der Haltung, finde ich, von vielen alten Landwirten, die so Familienhöfe hatten, die halt die irgendwie bebaut haben. Und jede Generation hat die auch irgendwie anders bebaut und hat irgendwelche komischen anderen kulturellen Errungenschaften da eingebracht. Aber dem war halt immer sehr bewusst, also ich kenne auch solche Leute, die solche Höfe haben, die war immer sehr bewusst, dass ihnen das halt nur geliehen ist, dass ihnen nur das gehört, dass es sozusagen eigentlich, obwohl es ihnen formalrechtlich wohl gehört, eher eine Pacht ist. Und das ist sozusagen einer anderen Entität, nämlich der Familie gehört in dem Fall. Und genauso können wir sagen, naja, die Welt, wenn man überhaupt noch so reden will, wenn sie überhaupt der Menschheit gehört, wenn man da überhaupt in Besitz gegriffen reden will, gehört halt nicht uns heute gegenwärtigen lebenden Menschen, sondern gehört halt der Menschheit und allen, die in Zukunft dazugehören, also möglicherweise auch Artificial Intelligence, wenn wir die, wie ich vorschlagen möchte, in unseren Menschheitsbegriff eingemeinden. Also wie wir das in manchen Science-Fiction-Romanen schon haben, wo dann bestimmte Maschinen, die bestimmte Anforderungen erfüllen, einfach als Menschen betrachtet werden. Obwohl sie nicht kohlenstoffbasiert sind, obwohl sie nicht aus Verschmelzung von Eizellen entstanden sind, obwohl sie genetisch nicht mit uns irgendwie verwandt sind, außer eben kulturell genetisch, institutionell hervorgebracht wurden ursprünglich mal, aber sich dann vielleicht auch von der Hervorbringungsprozess gelöst haben, emanzipiert haben, so wie sich unsere Menschenkinder immer schon von uns selbst als Eltern gelöst haben und emanzipiert haben. Also ja, das ist halt ein erweiterter Menschenbegriff, der einfach nur sagt, Menschen sind Wesen, mit denen man friedvoll interagieren kann, mit denen man sich unterhalten kann, wo man wechselseitig kooperative Prozesse etablieren kann, wo sinnvolle Kommunikation möglich ist. Das ist halt ein Menschenbegriff, der sich von dem Speziesbegriff Homo sapiens löst. Und das ist im Zuge der kulturellen Evolution wahrscheinlich keine ganz schlechte Idee, da eine weitere Entkopplung zu forcieren zwischen biologischer Evolution und kultureller Evolution. Ich halte das für einen schlauen Schritt, der uns viel Ärger erspart, den wir einfach gar nicht brauchen, der völlig überflüssig ist. Da kann man völlig cool und entspannt bleiben, obwohl ich, wie gesagt, Mr. Anti-Cool bin und wirklich ernsthaft einer der uncoolsten Menschen, die es überhaupt gibt. Also einen nervöseren, triggerbareren, sensibleren Menschen als mich. Also ich weiß nicht, ob der da noch lebensfähig ist, wenn man da noch weiter geht, als ich da gegangen bin oder als ich geworden bin. Das ist ja, wünsche ich ja keinem, da noch nervenbündeliger zu werden. Wer mehr dazu wissen will, fragt vielleicht mal meine Frau, die kann dazu schöne Dinge erzählen, die jeglichen Eindruck von Coolness bei mir sehr wirksam zerstören können. Und nichtsdestotrotz oder vielleicht genau deswegen wünsche ich mir, dass wir uns sehr entspannte Paradigmen suchen, die uns helfen, friedvoll auf diesem Planeten interessante Spiele miteinander zu spielen, wenn man es so freundlich sagen will, oder interessante Dinge zustande zu bringen, interessante Zusammenarbeitsformen immer wieder neu zu erfinden.
Ceterum censeo, Demokratia, esse sortienda.